Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 und heute bin ich tatsächlich nicht alleine. Einer, der ist noch gerade, der macht noch was, wir wollen ehrlich gesagt nicht wissen, was er macht, aber wen ich jetzt schon anmoderieren kann, ist der Raunchy. Grüß dich. Guten Morgen. Ja, genau. Zu der Zeit nehmen wir leider nicht auf. Das hätte ich schön gefunden. Aber wir fahren heute eine Meisterschaft in den Offroad-Buggies in der aktuellen Wintermeisterschaft. Und da werde ich jetzt in den ersten paar Minuten vielleicht mal ein bisschen was dran einstellen. Der hat übrigens nur einen Gang, wie ich gerade festgestellt habe. Aber das Auto hat nichts gekostet und das war mir noch wichtig. Und wir verlieren nicht so viel Zeit. Wir fangen einfach mal an. Ob der Rausch die auch schon aufbaut, keine Ahnung. Das seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, richtig. So, was können wir denn? Motor können wir theoretisch. Nee. Antrieb können wir auf. Antrieb können wir auf Heck, ja, sicherlich nicht. Vorne kann man. Guck dir mal bitte die Spoiler vorne an. Kann Motorradmotor einbauen. Geh mal bitte auf Spoiler und dann mach mal den vorderen dran, wie das aussieht. Was das für ein mega Unterschied einfach nur macht. Ich hab einen Polaris. Ach so. Ich hab keinen Canon. Das ist belastend gerade. Aber ich mach den mal. Da merkt man halt überhaupt nichts. Ich mach trotzdem mal dran. Ich kann theoretisch 21 Zöller draufknallen. Sieht halt mega hässlich aus. Der, aber ja. Weißt du, mein Heckflügel, der besteht aus einem Reifen hinten drauf. Geil. Ballast. Mit Sicherheit nicht. So. Felgen, lass ich Ballast mal. Abwerfen. Größe lass ich auch mal. Getriebe, das wäre mir wichtig. Das baue ich natürlich noch ein. B700 war das, was wir tunen durften, ne? Ja. Ja, okay, dann habe ich noch ein bisschen Luft. Stabilisatoren dürfen natürlich nicht fehlen, ist logisch. So, Motor kann man tatsächlich noch einiges machen. Ich mache erstmal, was ich standardmäßig immer reinballe. Und da ist es tatsächlich schon so viel. Aha. Den Turbo hätte ich aber gerne komplett aufgebaut. Machen wir den hier und bauen mir den Turbo rein. Ja, scheiße, das funktioniert ja nicht. Muss ich. Schwungscheibe kommt auf jeden Fall rein. Schwungscheibe ist sehr wichtig für hoch und runter drehen. Was kann ich denn jetzt noch hier? Ja, das Problem ist, das wird immer ein bisschen zu viel. Das hier könnte vielleicht noch funktionieren. Was in der Art? Das ja, klappt leider auch Felgen nicht mehr, das tut mir leid. Ja. Gut, ich muss auf 699 fahren statt 700, aber gibt Schlimmeres. Ich wahrscheinlich auch. Ich baue das mal ein. Außer ich finde es auch Felgen, die mir so viel Gewicht ersparen. Ja, Felgen lasse ich immer Standard, nicht, dass da noch einer irgendwie meckert. Ich finde die anderen Felgen, deswegen lasse ich immer Standard drauf. Mir jetzt relativ wumpe. Ja, richtig. So, dann stellen wir hier mal ein. Was das funktioniert. Das gucken wir zum Schluss. Radsturz ist ein bisschen wenig, wie ich finde. Machen wir mal hier auf 1 Grad wenigstens noch, vorne und hinten. So, vorderer Nachlauf, 2 Grad ist auch ein bisschen wenig. Machen wir auf 6. So. Einfach mal auf 6. Ja. Das sind die Schulnoten von dem dritten, den ich gleich noch anmoderiere. Entschuldigung. So, das passt. Dann gucken wir jetzt nochmal hier Getriebe. Was haben wir da? 201. What the fuck? Da geht noch ein bisschen. Turbo Rally kann ich nicht einbauen. Nee, das ist zu viel. Dann baue ich doch auf den Motor auf. So eine lange Übersetzung ist für Offroad eigentlich nicht empfehlenswert. Richtig. Aber ich versuche meinen höchsten Topspeed rauszukriegen mit der Achsübersetzung. Naja. Machen wir 17 Zöller. Ein bisschen schwierig. Ja, jetzt vielleicht. Nee, ja. Machen wir nicht. So ist gut. Bremse, die ist auch sehr wichtig. 109. Bremse. Ja, schon ordentlich weniger. Dann. Sehr gut. Geh vielleicht die Stufe rein und machen mehr Hubraum. Alter, das bringt ja voll viel. Oh, so. 8 kW ist schon zu viel. So in der Art, ja, aber was mache ich dann? Aerodynamik kann ich tatsächlich vorne 600, einstellen. Okay, lass ich mal Standard. 698. Ich stelle das mal ein, dann fahre ich mal ein bisschen Probe. So. Alles klar, schalten brauche ich ja nicht, stimmt. Ah doch, jetzt. Ah doch, mit dem neuen Getriebe habe ich jetzt ein paar Gänge mehr. Tatsächlich. Stimmt zu 10, ne? Hä? Was? Bestimmt zu 10 Gänge, ne? Ich habe 6 Gänge insgesamt jetzt. 6, okay.
Ich bin mal gespannt, wie der sich so fährt. Aber Straße zu testen ist eigentlich Quatsch, ne? Ja, das ist absoluter Bumpitz. Na, ich darf halt keine richtigen Bäume mitnehmen, weil das Ding so ultra leicht ist, da bleibe ich sofort stehen, gefühlt. Gucken wir mal in die Aufhängung hier. Die Ölkühlung und machen dafür größere Felgen, beziehungsweise schwerere Felgen. Gut, das ab und zu voller Durchschlag bei der Aufhängung ist, ist logisch. Ja, ist zwar potthässlich, aber zweckmäßig und deswegen nehmen wir sie. Ich finde das eigentlich 156 schon okay. kW. Heilige Scheiße. Okay, die Achsübersetzung ist mir wirklich zu lahmarschig. Da muss ich jetzt mal ein bisschen nach rechts drehen noch. Pass auf. Nicht zur AfD hin, Entschuldigung. Tut mir leid. Vielleicht mache ich es mal so. Dürfte jetzt auch nicht was gebracht haben bei der Beschleunigung. Ja, das ist schon besser mit der Achsübersetzung. Bremsweg. Ganz interessant, Bremsweg 97 km/h bis 0, fehlgeschlagen. 161 km/h bis 0, fehlgeschlagen. Ist der so kurz, der Bremsweg? Oder so lang? Bezweifle ich jetzt nicht, dass er so kurz ist unbedingt. Oder kann der nicht bis 97 beschleunigen? Ist das vielleicht der Grund? Nee, 174. Ach so. Also mein Bremsweg, der ist sehr gut, weil ich die Bremsen sehr geil eingestellt habe anscheinend gerade. So. Ja, jetzt habe ich auch einen besseren Bremsweg von 107,6 Meter. Bremsweg von 107 Meter? Ja, ich würde jetzt spontan schätzen, dass der LaFerrari einen kürzeren Bremsweg hat. Ja, das ist auch nicht schwer. Die Autos müssen ja auch so schnell bremsen können. Eventuell. Eventuell heißt das. Das ist mir jetzt absolut. Lassen Sie mich, ich habe diesen Sprachfehler, eventuell. Genauso wie Corvin. Corvin, kennst du Corvin? Den Sprachfehler habe ich auch. So. Ich bin es eigentlich gewohnt, die Autos auf Straße zu testen, deswegen fahre ich eigentlich mal eine normale Route gerade. Das ist gerade nicht gut. Das ist ein bisschen hart, kommt mir vor. Was sagst du? Dürfte ruhig ein bisschen weicher sein, mein Fahrzeug. Und es ist übersteuernd. Also meins finde ich eigentlich recht okay. Den Radstütz habe ich gerade eben noch leicht verändert vorher, aber sonst von der Achsübersetzung mal abgesehen, fährt sich das sehr gut, muss ich sagen. Jetzt kann ich das Gefahrenschild hier mal probieren. Das habe ich nämlich immer noch auf einen Stern, seit gefühlten 100 Jahren. So, einmal drehen. Wo ist denn das da hinten? Brian. Ja, richtig. Ah, 1000 Sprünge. Das wird 0 und nimmer reichen. Ne, 75 Meter ist viel zu wenig. Das ist kommt zu langsam. Kommt ein Diabo geflogen. Ja, ich fahr mal zu dir hin. Pass auf, hier. So. Buh! Sehr gut. Alter. Das Ding beschleunigt so null aus dem Stand raus. Ja, ah, aber dann geht's eigentlich. Ich habe ein absolutes Turboloch. Ja. Ich leider auch, weil ich habe den Turbo nur eine Stufe höher gebaut und mehr konnte ich nicht machen, weil den Turbo wollte ich unbedingt höher bauen. Sonst bleibt das Ding stehen gefühlt. Naja. So. Irgendwie bin ich mit dem Getriebe überhaupt nicht zufrieden. Ich weiß nicht warum. Ja. Oh Gott. Okay. Ist auf Straße geht er? Auf Straße, genau. Straße. Kennst du Straße? Ja. Also das Getriebe müsste ich vielleicht nochmal ein bisschen kürzer, damit das Ding auch mal aus dem Stand ein bisschen vielleicht, oder ich drehe den ersten Gang ein bisschen kürzer, das würde natürlich auch gehen. Ja, das wäre vielleicht eine Idee, den ersten Gang ein bisschen kürzer zu treten.
So, vielleicht. So, mach ich's mal. Der erste Gang ist bei mir schon auf kürzester Stufe. Oh Gott. Vielleicht sollte ich mal aus dem Stand testen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist Rest. Ist Achsübersetzung kürzer? Restliches Getriebe bisschen länger. Mhm. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. So. Na. Naja. Ich finde es jetzt okay, das Getriebe, aber ist auch nicht so der Burner. Das ist halt eigentlich der Cockpit-Sicht, ja. Gut. Mit dem Smoking unbedingt da so fahren würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber. Ist halt ein bisschen sehr offen im Winter. Wie viel Grad haben wir gerade? 0. Ja, gut. Bisschen driften auf dem Riesensee. Machen wir mal. Warum nicht? Gut, man muss auch dazu sagen, dass das Ding eigentlich für einen Gang ausgelegt ist, nicht für sechs. Deswegen fährt sich das jetzt vielleicht ein kleines bisschen komisch. Naja. Hauptsache ich drehe über 10.000 Touren. Richtig. Gut. Mein Drehmoment wird nur bis 9.000 hier unten rechts angezeigt, aber der ist schon im Begrenzer bei 8,5. Ja, bei mir geht es unten bis 11. Ja. Und bei kurz über 10 ist er im Begrenzer. Hm. Ist der Acid Burn etwa schon da? Ja. Ach so, ich sehe dich hier nämlich gerade rumfahren. Das ist übrigens unser dritter Mitstreiter heute. Der war gerade noch kurz unterwegs. Guten Abend. Ja, eben sagt einer guten Morgen, einer guten Abend. Passt sehr gut heute. Ich sag da mal guten Mittag, das liegt ja in der Mitte. Richtig. Und eine Fassrolle, sehr gut. Ja, da werde ich natürlich zurückgesetzt. Dankeschön, Spiel. Anis. So, wie kriege ich das Ding jetzt noch untersteuern, theoretisch? Also mein Getriebe, das ist einfach nur von Arsch. Den hier. Aber der Rest geht. Wasch. Wenn er erstmal auf Touren ist, dann ist schön. So, fangen wir auch gleich an mit den Rennen. Ihr wartet mit Sicherheit auch schon sehr gespannt. Logisch. So. Man zwar eigentlich nicht, was ich gerade Dinge tue, aber ich glaube, sonst ist dieses Ding unfahrbar. Oh Gott. Fail. Das war der Epic Fail des Tages, ey. Ah, Gott. Vielleicht ein bisschen weiter links, dann dürfte es eigentlich. Wieso zählt denn das nicht? Ich komme doch aufs Spiel. Mann, ey, deswegen hasse ich Gefahrenschilder. Was ist so ein schlimmes Wort? 88 Meter. Oh, darf er nicht sagen. Drei Meter mehr für einen Stern, ja, dankeschön. Wie viel brauche ich denn da? Hallo? Jetzt bin ich 152. Ja gut, das werde ich mit dem Ding nicht schaffen. So, pass auf, dann gucken wir mal, wo es zum Rennen hingeht. Das dürfte das hier sein, ne? Ja, Gruppenroute mache ich mal hin. Dann fahren wir da mal schnell hin. Zack. Komm aus dem Petter-Auto, Mann. So, einmal bitte zum Rennen hinfahren, sonst haben wir gleich keine Zeit mehr. Ich zieh schon durch. Ach so. Ich hab noch 12 Kilometer. Ja, ich hab noch 7. Bisschen mehr. Und ich hänge im Begrenzer. Ja, ich vielleicht gleich auch, aber ist auf der Straße auch egal. Oh, hier muss ich ja links. Ha. Dank der geilen Bremsen klappt das auch.
Warte mal euch auf euch am Ziel. Hast du dich hinteleportet oder was? Ja, ein bisschen weiter davor. Ach so. Der langsame Karre bis der Hinfahrer schlafen wieder alle Gefäße ein. Na, ich kürze mal ein bisschen ab. Wir haben ja eh Offroad heute im Programm, deswegen passt das ganz gut eigentlich. Dann dürfte er ja theoretisch gesehen mit dem Auto hier schneller gehen, als wenn ich über Straße fahre. Alter, das ist Vollgas, ey. Das ist so lahmarschig B700 Offroad. Ich hoffe, dass ich über den Fluss zurückkomme. Macht B700 Straße schon irgendwie mehr Sinn? Ja, ich bin auch irgendwie manchmal... Out. Dass man zum Beispiel mit alten Straßenautos aus den 70ern mal Offroad fährt, das finde ich irgendwie ein bisschen bescheuert. Naja. Jeder so wie er mag. Ja, fast seine. Das hast du ja fast gespoilert. Ernsthaft, hier ist eine Mauer, ich teleport mich jetzt auch. Nö, sehe ich nicht ein. Zack. Ich hab noch 7,5 Kilometer. Mhm. Na, ich starte schon mal. So. Zack. Meisterschaft teilnehmen, Koop, ne? Oder? Oder PvP? Ja. Koop. Koop. Ja. Koop, würde ich sagen, ja. Meine Kolonne natürlich nur. Bist du bereit, in die Wintermeisterschaft zu starten? Was rede ich da? Natürlich bist du das. Kira, darf ich dir einen Tipp für deinen Job geben? Halt einfach die Schnauze. So. Ist, glaube ich, genau. Einfacher. Haben wir anscheinend schon alle angenommen. Mhm. Ah, siehst du mal. Ready to rumble. Ja, oder ready to coffee. Oder ready to tea, weißt du? Bei dem Leistungsindex eher Coffee. Ja, die Autos bräuchten das mal, damit die mal ein bisschen schneller fahren. Aber sehen wir es mal so, so B700 Offroad, das Ding ist so schnell, das kannst du dann mit einem Schlaganfall fahren. Ich lädt das hier noch 5 Stunden leider wieder, aber dann können wir endlich fahren. Der dance sich noch einen ab hier, das glaube ich nicht. Achtung, Teamabenteuer, Kolonnensitzung bereit. Zum Akzeptieren zurück zur Freifahrt. Bad. Ich bin schon gar nicht gestartet. Ich frage nicht heute, ist irgendwie mit Teamabenteuer starten nicht so, ne? Das ist ja ein bisschen komisch. Genau. Komm schon, was dauert denn das heute so lange, Mensch? Ich flieg wahrscheinlich gleich raus. Bossamatic ist die. Das ja. Och man, ey. Ah, jetzt. Oh, einer fällt. Hey, ich flieg raus. Hey, sehr gut. Kannst du im nächsten Rennen theoretisch wieder mitfahren, wenn wir dich einladen? Ich glaube ja, ne? Nee, weil das jetzt fortlaufen geht, wenn wir das so machen. Nee, fortlaufen ist das ja nicht. Wir müssen jetzt erst zum nächsten Rennen gleich hinfahren, doch, wieder ganz normal. Nee, oder? wenn wir Koop fahren, in Koop dann ist es fortlaufend. Ja. Oh, ernsthaft. Ja, brech mal ab, oder? Ja. Gut. Einmal testen wir es noch und dann ist halt von Arsch. Oder du fährst jetzt ganz arschig weiter und gewinnst dann. Das geht natürlich auch. Das bringt trotzdem nichts, weil es automatisch zum nächsten kommt. Brech mal einfach ab und probier nochmal. Ja, Meisterschaft abbrechen. Zack. Ja, tschüss. Sehr gut. Wieder ein bisschen Zeit geschändet. Ha. So. Ja, das kannst du ja schneiden, wa? Ja, könnte ich machen, aber. Nein. Ich guck mal, wie es mit der halben Stunde passt, weißt du? Aber es muss erst noch eine Video Sitzung ist so, suchen. Das sind über 10 Minuten von dem her. Alles andere ist egal. Ja, weil ich auch schon Werbung schalte, ne? Ja, das weiß man nie so, ne? Geil, jetzt kann ich nochmal alle neu einladen, oder? Ne, Rauschi ist noch drin. Mich, glaube ich, musste nicht ein. Ja, warte. Nur Acid Burn. Mal. Ja, mache ich jetzt hier nebenbei auf einem anderen Monitor, Client. Oh nein. Ah, scheiße. Ich habe deinen Namen nicht mehr. Das ist nicht gut. Ich kann auch eben kurz einladen, warte. Ja, wenn du ihn in der Liste hast, dann ist das, glaube ich, insgesamt einfacher. Naja, gut. So. Nicht boah, toll. Da schlafe ich ja echt teilweise ein bei der Menügeschwindigkeit. Ja.
Hast du? Gut. So doof gemacht mit dem neuen Einladesystem hier, das war mal viel einfacher. Manchmal könnte man denken, Playground Games wäre in Deutschland. Die machen was Neues und das ist komplizierter wie das Alte. So, jetzt können wir neu starten. Ja, so. Eigentlich typisch deutsch sowas. Ja, Server in Deutschland, mehr sage ich nicht. So, auf geht's, an Meisterschaft teilnehmen. Koop, meine Kolonne. Oh, das kann ich mir Quatscherei von Kiva nochmal anhören. Dieses Wintersaisonrennen anzusehen. Also ab mit dir, biete ihnen eine Show. Och, ja doch. Wenigstens sagt die jetzt was anderes. Echt? Ja. Ja, das ist mal so ein paar Texte, die wiederholen sich nach einer Zeit immer, weißt du? Achso. Los geht's. Server-Zuteilung. Das ging jetzt fix. Na, jetzt klappt's mit Sicherheit. Hoffe ich mal. Bei mir ist schon wieder so ein Mistviech im Zimmer, das hier mir schon wieder absolut auf den Sack geht. So eine Scheiße. Bei mir nicht, die ist in der Arbeit. Oh Mann. So, jetzt müsste es funktionieren bei haben wir eben, oder? Achso, ne, jetzt kommt der Schnellreise zum Zielort steht. Schnellreise anderer Spieler, Veranstaltung wird eingerichtet. Ja. Jo. Das sollte geklappt haben. Jetzt ist es weg bei mir unten rechts. Me too. Jetzt geht's los. Haha, zu dritt siehst du mal. Übrigens nicht gesponsert von Monster Energy heute, das möchte ich kurz dazu sagen. Ups. Die höchsten Höhen, alles klar. Hoch hinaus. Mhm. Oh Mann, da haben wir uns ja wieder was ans Bein genagelt, ja. Gegner haben einen Crash and Burn 89. Ja. Hoffentlich tut er genau das. Der Typ da rechts hat auch keine Ahnung von irgendwas, ne? So wie der aussieht. Ja. So. Eieiei. Oh Gott, was hab ich denn aus dem Stand hier, Alter? Ich bleib ja fast stehen, ey. Tschüss. Ja, ich bin gleich wieder da, kleinen Moment. Oh. Dort ein bisschen. Solange wir insgesamt gewinnen, reicht ja, glaube ich, für die Meisterschaft. Der Buggy hat mich gerade ein bisschen abgeschoben. War auch nicht ich. Nee, das war ein Gegner-Buggy. Das werden wir haben. Erstmal einen runterschalten hier. Guck mal, trotz meines Kackstartes bin ich jetzt erstmal vor euch. Ich liebe Buggies. Oh ja. Ja, ich nicht. Die Verbindung wird wahnsinnig viel größer nach der Meisterschaft, glaube ich, ja. Ja, mit Sicherheit. Ironie auf. Ey, drück mir nicht nach links, Mensch. Wir sind im gleichen Team. Achso, was du war nur ein Buggy. Alter. Hast du einen Namen über Autos aus, oder was? Ja. Ja, sicherlich. Ja? Ist so. Und jetzt habe ich den Moment, wo ich das Getriebe ein kleines Stück länger hätte machen müssen. Alter, war knapp. Oh, Junge. Und Mega Drift des Jahrhunderts, der mich total ausbremst. Ey. Alter, drückt der Sack mir am Checkpoint vorbei, ey. Was ein Pfosten, ey. Ja, wenn du dich da so reinschiebst, dann kann ich auch nichts sagen. Da war nach rechts für dich auch nicht genug Platz, ne? Nö. So, komm bitte gerade auf. Aber in Forza kommen wir nie gerade auf. Das wäre zu einfach. So, ciao. Oh Gott. Leicht wabbelig ist es noch, aber lässt sich gut fahren. Ja, genau. Jetzt fahren die wieder alle an mir vorbei, als würde ich stehen. Gott. Gummiband-KI. Ja, 1000 Patches, aber man weiß irgendwie nie, was gepatcht wird, weißt du? Ja, richtig. Irgendwie habe ich nur das Gefühl, dass hier irgendwie so eine Textdatei auf dem Computer geladen wird, wo einfach nur immer eine 1 drin steht. Ja, oder manchmal eine 0. Mhm. War jetzt ein schlechtes Beispiel.
Oh, Alter, diese Mauern bremsen so abartig kacke aus, ey. Uah, Hilfe. Uah. Ja, Rauschi, siehst du mal, was du für ein Scheiß fährst hier. Das verlieren wir nämlich. Ja, nee, da kann ich auch nichts dafür, wenn ich hier ausgebremst und abgeschoben werde. Ja, von KI Driver war noch nie Playground Games stark und wird es auch nie sein, das muss ich mal kurz sagen. Ja, aber bei diesen Buggy-Geschichten, da ist uns in der Komm schon, ein Bug krieg ich noch. Willst, ja, du kommst einfach nicht okay vor. Oh Gott. Gott, ey, was ein Scheißrennen. Und ja, ich liebe Buggies immer noch und ich werde sie noch mehr lieben nach diesem Video. Ja, sicherlich. Ach. Mann, was ist das denn für ein Lesben-Tanz da links, du? Keine Ahnung. Ich hab das auch gesehen, aber ich konnte es nicht glauben, ne? Ja, ich hab ganz schnell weggeguckt. Dipsy. Gib ihm, heißt das. So, jetzt kommt noch eine stundenlange Animation. Jetzt sehen wir 500 Jahre lang das hier. Dann geht's gleich endlich los. Mhm. Hashtag planlos in die Kommentare für ihn rechts. So. Ich bleib wieder stehen am Start, aber ich bin gleich wieder hinter euch. Keine Sorge. Am besten keinen Pfosten mitnehmen. Nee. Versuch, Alter, aber drückt er mich nach rechts, ey? Alter, ey. Diese oh ja, was Fick-KI, machen die denn hier, ey? Ja, genau, jetzt stecke ich hier einen Haufen KI-Autos und komme nicht vorbei, weil die alle verkreuzen und verkleiden mir vor der Front rumdüsen, ey. Bitte nicht versetzen, bitte nicht versetzen. Okay. Erstmal zwei Gänge runterschalten. Hey, Mensch, wir haben uns da eben schon mal gesehen. Komm schon, den kriege ich noch. Nein, wieso drückst du mich zum Sprung, du Wichser, Alter, ey. Alter, ich drehe noch durch hier gleich, ey. Autsch. Meine Güte, ne. Bist du gerade an die Brücke gesprungen, Rauschi? Sehr gut. Hört sich ganz danach an. Ja, mich hat minimal an die Brücke geknallt. Minimal? Oh, das hat ausgeschaut wie ein Käfer auf der Windschutzscheibe. Er schafft es nicht. Richtig. Richtig. Mann. Ja. Alter, fick dich! Ein Staubsauger, der PC freut sich auch. Alter, ich hasse es. Diese Fickwände, ey. I'm loving it. Ja, sicherlich. Wenn wir das nochmal verlieren, dann raste ich so was von Hardcore aus, ey. Bis X-Meinster oder Mini-Star, keine Ahnung, kann nicht lesen. Was mit euch passiert, jetzt seid ihr schon wieder hinter mir. Bis... Gewinn es bitte einfach, bau keine Scheiße jetzt noch zum Schluss. Ja, genau! Hör, was ist denn mit denen da gerade passiert? Sind die alle hängen geblieben? Was haben die denn da gerade gemacht? Ja, die sind irgendwo hängen geblieben. Hä? Wie kann man denn an diesem Sprung hängen bleiben? Hallo? Hatte ich ihn gerade aber auch. Nee, ja, die sind einfach stehen geblieben. Einfach stehen geblieben. Von 150 Fett auf 0 in einer Millisekunde. Wer hat Vorsicht, Leute, falls hier einer von euch zuschaut, mit Sicherheit nicht, aber das wäre mal so ein Patchgrund übrigens. Ne? Nicht 2 GB, die nichts bringen. Wer hat keinen offenen Nacken? Richtig. Ja, komm! Überholt mich auf der Geraden! Zieht davon! Oh, das ist echt anstrengend, ey. Ich hasse KI. Ich hasse Alter, diese Driver-Tare. Ist das schlecht. Ich hasse diese Driver-Tare, ey. Vor allen Dingen bei Offroad. Die können nichts, aber auch gar nichts. Ich weiß nicht, was die in den Abschnitt für Driver-Tare reingeschrieben haben, aber mit Sicherheit eine Null. Mehr nicht. Mehr Einsen waren nicht dabei.
Ich hatte das schon mal bei diesem Buggy-Geschiss hier, das war AB700, der war auf einmal einer von den drei Vartaren weg. Den hat man nicht mehr gesehen. Als ich dann als Zweiter ins Ziel gekommen bin, stand der im Ziel. Da dachte ich mir, du, das kann doch nicht sein. Der hat dann der eine Gesamtzeit von 10 Sekunden gehabt. Du, nicht fragen warum, einfach nur zuschauen und genießen. Ja, du? Ja, also das... Mehr brauchst du hier mittlerweile in diesem Spiel nicht mehr machen. Die Cockpit-Kamera von dem hätte ich mir gerne angeschaut, ja. Ha, Cock, ha, Cock, Cock. Haha, witzig. Ah, so. Entschuldigung. So, nach einer halben Minute startet das nächste Rennen. Ah, nee, doch nicht, schade. Guck mal, da macht einer Liegestütze im Schnee. Ach, der holt sich wieder vom Rennen einen runter. Ja, siehst du mal. Ich kann's wenigstens. Ich starte noch bergauf, ich dreh durch. Ich bin kurz rückwärts gerollt. Ernsthaft, kann ich mal kurz einer anschieben, bitte? Ah, schade. Entschuldigung, das hast du spät gesagt. Fuck die Driver-Tage. Hätte ich vorher sagen sollen. Aber wenn ich erstmal in Fahrt komme, und dann kann ich auch ganz gut fahren. Dann wird's weiß. Ja, so wie der Schnee hier. Gibt übrigens schon diesen Gag hier. Oh, 2019, Forscher finden Mikroplastik im Schnee von Alpen bis in der Arktis. Ne? 2029, Forscher finden Schnee im Mikroplastik. Von der Arktis bis zu den Alpen. Ne? Ein Wunder, dass sie noch Schnee gefunden haben. Richtig. Also Jungs, das musst du selber mal fahren, weil irgendwie habe ich den Checkpoint verpasst. Oh, der Rauschi ist auf dem ersten. Ach Gott, ey. Rauschi bleibt vorne. Wehe, wenn nicht. Versuch's. Das letzte Rennen entscheidet jetzt nämlich, vorne. Ob wir gewinnen oder nicht. Wir haben jetzt irgendwas hinten drauf Alter, gefahren und dann war ich am Checkpoint vorbei. Fick dich doch, KI. Mann, ey. Ich dreh noch durch hier, ey. Ich hab die Scheiß. KI im Nacken. Ich hätte das Fenster vor meinem Meckern zumachen sollen, sehe ich gerade. Naja, gut. Aber warum denn? Wissen die Nachbarn wenigstens, was Nachbarn. Ich spiele. Oh ja, wenn ich rumbrülle, kann es nur Forza sein. 100 Punkte kriege ich noch. Oder auch nicht. Hast du noch ein bisschen Rennen vor dir? Es kann doch nicht sein, ey, ich fahre durch einen Checkpoint und der sagt vorbei, ich bin komplett durch die Fahne gerotzt. Nein. Nichts. Nicht möglich, ja. Diese Rennen. Komm schon, den kriege ich auch noch. Huh, wo bin ich denn jetzt auf welchem Platz? Hallo? Was ist jetzt los? Zehnter. Ah, zweiter. Alter, was war das gerade? Huh. Willst du mich verarschen, Spiel? Was ist denn mit dem Spiel heute los? Oh, jetzt kriege ich das einen Punkt. Das ist gefühlt ja schlimmer als sonst. Weil da hingen drei Vatar direkt unten im See fest. Oh, ey, jetzt springt. Wetten, dass jetzt einer auf mich drauf springt? Hundertprozentig, oder? Ah, nee, doch nicht. Und über die Linie. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ich als Zweiter hinterher. Da haben wir es auf jeden Fall safe gewonnen. Das ist gut. Oh. Ja, sehr, mich überholt sehr jetzt gut. Der Letztplatzierte wieder. Ah, na toll. Ja, noch nicht. Oh, es bleibt spannend. Wir sehen leider nicht den Fortschritt. Das könnte man ja, eigentlich nochmal nacharbeiten hier schaffen, im Team-Leaderboard eine Prozentanzeige. Ja, hast du geschafft. 100 Punkte habe ich noch mitgebracht. Oh, der hat es auch noch verpassen. In der letzten Sekunde geschafft. Rein zufällig natürlich Wunderbar. Die KI. Ich wäre jetzt DNF gewesen, wenn ich die KI auf dem letzten Platz gewesen wäre. Naja, gut. 2 Punkte. Gewonnen. Gewonnen. Sehr gut. Ja. Und müssen wir das nie wieder tun. Und ein Auto haben wir jetzt auch freigeschaltet. Hoffe ich doch mal. Ja. Ja. Siehst du mal. Ja, den haben wir alle gebraucht. Dafür haben wir jetzt die Folge verplempert und 25.000, 15.000 gucken wir noch. Mensch. Ja, gut. Ja, man kann auch mal eine Folge so machen. Man weiß auch nicht, warum machen. Warum tue ich mir das eigentlich an, dass ich diese Folge gerade gemacht habe? Aber ist auch egal, tatsächlich jetzt. Ach, nein. Ja. Ist auch egal. Und leider war ja trotzdem lustig. Ja. Die Nachbarn wissen auf jeden Fall jetzt, dass ich Forza gespielt habe, weil die KI einfach vor den Arsch ist. Beziehungsweise Dragon. Na ja, gut. So, und des Bugs wegen, dass Rausch hier rausgeflogen ist, beim ersten Rennen haben wir jetzt 5 Minuten drüber. Aber ist auch egal tatsächlich. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Mit Daumen hoch, Abo und Glocke bin ich zufrieden. Schaut mal bei Rauschis Kanal vorbei, wenn ihr mal Bock habt. Danke an euch beide, dass ihr mitgemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Aui. Tschüssi.